Ich bin Josué Diyimbu, bin 15 Jahre alt. Also mein Lieblingsplatz auf jeden Fall ist hier, der Sekundarschule, weil ich jede Woche hier bin. Und das macht mir Spaß, mit diesen Leuten zu sein. Annegret, die ganze Thema. Und dass ich sehr viel Spaß habe, das bringt einfach ein Emotionen in sich immer mehr daran zu integrieren in Bartalo. Und das ist deswegen ist Sekundarschule mein Lieblingsplatz hier in Rheinhausen. Ich heiße Solana und ich bin 14 Jahre alt. Mein Lieblingsplatz ist zu Hause, weil im Winter ist es immer warm und im Sommer ist es kühl. Und das Ding ist, zu Hause fühle ich so viel besser als draußen. Ich gehe nicht so viel draußen. Ich bin so ein Mensch, der immer zu Hause bleiben will. Und zu Hause bleiben ist einfach besser, finde ich, weil viele Sachen kann schlecht draußen gehen. Also du verpasst deinen Bus oder du hast Play mit deinen Freunden gemacht und die sind schlecht gegangen, die können nicht rausgehen, du bist schon raus und du hast angezogen. Zu Hause, du kannst einfach so im Pyjama bleiben, einfach im Wohnzimmer sitzen und auf den Fernseher gucken. Deswegen. Ich bin Selina und bin 13 Jahre alt. Mein Lieblingsplatz in Rheinhausen sind die Seen und die Parks, weil jeder Park und jeder See hat irgendwie eine große grüne Wiese, wo man sich entspannen kann mit Freunden, wo man sich ausruhen kann, wo man einfach chillen kann, ohne dass irgendwelche jugendlichen Leute, die gerade unterwegs sind, dazwischen reden in ein Thema, wo die gar nicht wissen, worum es geht. Und man kann halt einfach mal vom ganzen Stress zu Hause weg, vom Stress mit der restlichen Familie oder Stress von der Schule oder so, da kann man einfach mal tief durchatmen und es ist halt auch einfach viel Natur, wo viele Leute sich halt wohlfühlen und ist einfach sehr schön draußen. Mein Name ist Emre Yeşilyurt. Ich bin der Schulsozialarbeiter der Sekundarschule Rheinhausen und arbeite seit 2 Jahren hier. Rheinhausen als Stadtteil an sich ist sehr vielfältig. Hier gibt es nicht nur den einen Rheinhauser oder den alten Rheinhauser, sondern es gibt neue Rheinhauser, die sich hier heimfühlen und ich versuche, die, allen meine Schüler, Schülerinnen hier in der Schule, möglichst zu integrieren, sie zu unterstützen und ein Wohlbefinden zu geben. Zudem haben wir noch weitere Projekte, wie zum Beispiel auch das Bachtalo, wo ich ja auch aktiv mitmache, sei es als Künstler oder auch als pädagogische Leitung. Und hier haben halt viele Kinder aus aller Welt, nennen wir die immer, aus Syrien, aus Bulgarien, aus Rumänien oder auch altweiße Deutsche, wenn ich das so sagen darf. Und dieses Zusammenfinden und Projektgestalten ist für uns als Schule ganz wichtig. Und wir möchten das fördern und auch fordern, auch diese Kinder. Und seit dem neuen, also neuen Schuljahr werden wir zu einer Gesamtschule. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir mit unterschiedlichen Projekten diese Kinder und den Jugendlichen verschiedene Perspektiven schenken können. Sehr schön.